Ist der Aslak-Rapper Haftbefehl am Ende seiner Karriere oder startet er jetzt so richtig durch? Ein Musiker macht sich ernsthafte Sorgen, dass er an seinem Lifestyle scheitert und wir irgendwann von der traurigen Nachricht erfahren. Die letzten Monate waren ziemlich hart für den Offenbacher Rapper. Ein Konzert musste er frühzeitig absagen, weil er kaum noch auf den Beinen stehen kann. Mit dem Auto soll er angeblich in einen Laden krachen und kurzzeitig musste er einen Entzug starten. Doch egal wie oft er zurückkehrt, er wirkt immer kaputt. Rapper Fahd macht sich aus dem Grund ernsthafte Sorgen, denn Haftbefehl sieht mittlerweile ziemlich fertig aus. Seine Nase wirkt dicker, das Gesicht aufgedunsen und scheinbar braucht er wirklich Hilfe, sonst wird sein Konsum ihm den Rest geben. Er sagt zum Beispiel, der sieht doch gar nicht mehr aus wie Haftbefehl vor 5 bis 6 Jahren. Also das ist schon besorgniserregend. Einer muss Haftbefehl nehmen und ihm wirklich ernsthaft helfen. Ob der Rapper aktuell Hilfe bekommt, ist unbekannt. Doch es scheint so, als gerät alles außer Kontrolle bei ihm. Übrigens hat der Rapper ein Comeback angekündigt und uns sollen demnächst neue Songs erwarten. Weitere Infos aus der Rap-Welt findet ihr übrigens auf Instagram Rapcheck oder in der exklusiven WhatsApp-Gruppe. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Denkt ihr, dass Haftbefehl wirklich Hilfe braucht oder hat er alles unter Kontrolle? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.